Newtons erstes Gesetz hat uns beigebracht, dass ein Körper immer im Zustand der Ruhe bleibt oder seine gleichbleibende Geschwindigkeit beibehält, solange keine Kraft auf ihn einwirkt. Wir könnten auch sagen, dass jeder Körper oder jedes Objekt seine konstante Geschwindigkeit, beibehält, es sei denn, eine Kraft wirkt auf ihn ein. Das hat den Vorteil, dass konstante Geschwindigkeit beinhaltet ja auch, dass die Geschwindigkeit 0 sein kann. Wenn eine Geschwindigkeit eines Objektes 0 ist, befindet sich das Objekt ja im Zustand der Ruhe. Vereinfacht sagt Newtons erstes Gesetz also aus, dass ein Objekt immer seine konstante Geschwindigkeit beibehält, es sei denn, er wird durch irgendeine Kraft, die von außen einwirkt, zu einer Zustandsänderung gezwungen. Und genau mit dem Fall wollen wir uns jetzt auch beschäftigen, was passiert denn, wenn eine Kraft auf unser Objekt einwirkt. Und dafür brauchen wir das zweite Newtonsche Gesetz. Zweites Newtonsches Gesetz. Es ist wahrscheinlich sogar das bekannteste Gesetz von Newton, wobei alle Gesetze von Newton eigentlich ziemlich bekannt sind, aber das zweite gibt uns eine ziemlich bekannte Formel und die ist F, die Kraft, ist gleich Masse mal Beschleunigung. Newtons zweites Gesetz sagt also aus, nicht nur, dass wir einfach nur eine mathematische Formel kriegen, es besagt, dass die Kraft proportional zur Beschleunigung ist, oder auch andersrum, die Beschleunigung ist auch proportional zur Kraft. Und um wie viel die beiden zueinander proportional sind, ist m. M ist die Masse. Und ganz wichtig ist hier, dass du die Masse nicht mit dem Gewicht verwechselst. Ich mache da nochmal ein extra Video zu, was der Unterschied zwischen Masse und Gewicht ist. Nur ganz kurz so viel dazu. Gewicht ist, wie viel oder wie doll etwas oder also ein Objekt durch die Erdanziehungskraft beschleunigt wird. Im Endeffekt ist Gewicht also eigentlich auch eine Kraft. Aber wir bleiben erstmal dabei. Ich mache nochmal ein extra Video dazu. Nur dran denken, Masse ist nicht immer gleich Gewicht. Gucken wir doch mal, was das Gesetz hier noch aussagt, außer dass die beiden proportional zueinander sind. Es besagt auch, dass wenn wir jetzt wieder unseren berühmten Klotz haben und ich von links eine Kraft auf diesen Klotz einwirken lasse und ich gehe davon aus, dass die Kraft, die von der rechten Seite kommt, kleiner ist als die von der linken, also dass wir hier links einen, ich nenne es mal Kraftüberschuss haben, dann wird sich der Klotz beschleunigen, er wird seine Geschwindigkeit verändern und zwar in die gleiche Richtung, in die auch die Kraft auf ihn eingewirkt wurde. Und was ja eigentlich auch so klasse an der Physik ist, was man hier auch wieder ziemlich gut sieht, obwohl das Gesetz an sich etwas ziemlich Komplexes beschreibt, ist die Mathematik dahinter doch ziemlich einfach mit F ist gleich M mal A. Wir könnten uns theoretisch ja auch ein Universum vorstellen, in dem die Kraft gleich Masse zum Quadrat mal die Beschleunigung mal die Wurzel aus der Beschleunigung wäre zum Beispiel. Aber das ist alles nicht der Fall. Die Physik oder zumindest die Mathematik hinter der Physik ist oft doch relativ einfach, zumindest war sie das so lange, bis Einstein dann gezeigt hat, was er noch so alles rausfinden konnte. Aber beschäftigen wir uns doch mal ein bisschen mit der reellen Mathematik hinter Newtons zweitem Gesetz. Nehmen wir mal ein Beispiel, in dem die Kraft, die ich hier auf diesen Klotz einwirke, ist 10 und die Einheit von Kraft ist übrigens nach diesem berühmten Herrn benannt, Newton. Und Newton ist das gleiche wie 10 Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde. Und das ist auch gut, dass das so ist. Das zeigt uns nämlich, dass die Formel hier oben auch richtig sein muss, weil Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde sind genau die Einheiten, die uns auch Masse mal Beschleunigung zurückgeben, wenn wir die Standardeinheiten nehmen. Also wir nehmen an, wir wirken auf unseren Klotz, der, sagen wir, 2 Kilogramm wiegt, wirken wir jetzt eine Kraft ein in Höhe von 10 Newton. Wie groß wird dann seine Beschleunigung sein? Wie viel wird er seine Geschwindigkeit verändern?
Und ich weise nochmal sicherheitshalber darauf hin, denkt daran, Beschleunigung und die Kraft sind Vektorgrößen. Da beide positiv sind, nehmen wir jetzt einfach mal an, ich nehme mal eine andere Farbe dafür, setzen wir jetzt einfach voraus oder legen die Regel fest, dass positiv immer nach rechts bedeutet. Das heißt, die Kraft, die auf den Klotz eingewirkt wird, kommt von links und drückt ihn nach rechts in die rechte Richtung. Deswegen wird auch seine Beschleunigung, wie hier oben im Bild angezeigt, nach rechts gehen. Die Beschleunigung wird also positiv sein. So, dann setzen wir doch mal unsere gegebenen Dinge hier oben in unsere Formel ein. Dann hätten wir auf der linken Seite 10 Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde ist gleich 2 Kilogramm mal A. Wenn wir jetzt A haben wollen, also die Beschleunigung, müssen wir es schaffen, dass A auf einer Seite der Gleichung allein ist. Also dividieren wir einfach beide Seiten durch 2 Kilogramm. Hier durch 2 Kilogramm und hier durch 2 Kilogramm. Und was bekommen wir dann? 2 Kilogramm und 2 Kilogramm kürzen sich heraus. Hier kürzen sich auch Kilogramm und Kilogramm raus. Und hier 10 durch 2 können wir noch im Kopf ausrechnen. 10 durch 2 ist 5. Und dann bleiben wir zurück mit 5 Meter pro Quadratsekunde haben wir bei den Einheiten noch übrig. Ist gleich A. Wenn wir also auf unseren Klotz, der 2 Kilogramm wiegt, eine Kraft von 10 Newton anbringen, würde er sich mit 5 Metern pro Sekunde beschleunigen. So, was passiert denn jetzt aber eigentlich, wenn ich die Kraft verdopple, die ich auf den Klotz anbringe? Naja, das können wir auch ganz einfach mal ausrechnen. Wir haben dann also nicht 10 Newton, sondern 20 Newton. Also, na, ich nehme mal lieber eine andere Farbe, damit das nicht zu verwirrend ist. Dann haben wir 20 Kilogramm pro Quadratsekunde. Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde ist gleich 2 Kilogramm mal A. Wieder beide Seiten durch 2 Kilogramm dividieren. 2 Kilogramm. Dann fällt das hier wieder komplett raus. Kilogramm kürzt sich mit Kilogramm raus. Und 20 durch 2 ist 10. Und wir kriegen raus 10 Meter pro Quadratsekunde ist gleich A. Und das ist genau die Proportionalität, von der ich vorhin gesprochen habe, dass F zu A proportional ist und auch umgedreht A zu F. Denn wenn ich die linke Seite hier verdopple, verdoppelt sich auch die rechte Seite. Also dieses Produkt hier. Wir haben aus 10 Newton 20 gemacht und schon verdoppelt sich auch unsere Beschleunigung. Spaßenshalber können wir es ja auch mal andersrum machen. Was passiert denn, wenn ich in unserem rechten Beispiel jetzt auch den Klotz einfach noch doppelt so schwer mache, also 4 Kilogramm schwer mache? Dann haben wir 20 durch 4 sind 5, würden wir also auch auf 5 Meter pro Quadratsekunde kommen. Das heißt, je mehr der Klotz wiegt, je höher die Masse ist, umso mehr Kraft brauchen wir, um die gleiche Beschleunigung zu bekommen. Oder anders ausgedrückt, die Beschleunigung ist umso kleiner, umso größer die Masse ist bei gleichbleibender Kraft.